müssen wieder raus. Die Brücke finden. Du sagst, wo es lang geht. Ich hasse das. Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu The Last of Us, liebe Freunde. Ich bin's, Caligula Zockt, und zwar müssen wir weitermachen. Und zwar der letzte Part ist beendet worden, und zwar genau an dieser Stelle hier, da oben, wo wir jetzt stehen. Wo ich jetzt nach oben gucke, da. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich bin jetzt hier runtergesprungen. Das sollte eigentlich alles kein Problem sein. Und wir müssen auf alle Fälle aus diesem Hotel hier raus. Hier wimmelt es nur von Banditen. Wir hatten beim letzten Part schon ein Arrangement mit den Infizierten ganz unten in den untersten Kellerräumen gehabt, wo alles unter Wasser steht. Das fand ich gar nicht so witzig. Und wie gesagt, wir müssen jetzt erstmal raus hier. Na, Toilette ist nix. Gut, dann wollen wir mal. Wir müssen irgendwann mal wieder zu Onkel Tommy kommen. Ich sag ja immer wieder, aber irgendwann stimmt's dann auch. Es ist zum Verzweifeln. Permanent kommt irgendetwas dazwischen oder irgendjemand. Ob es Banditen sind, ob es Fireflies sind, ob es Infizierte sind, ob es Hotels sind, ob es U-Bahn-Stationen sind, etc. pp. Es ist echt ein Graus. Aber naja, sonst wäre es ja auch kein Abenteuer, wenn es so einfach ginge. Okay. Ich überlege, ob ich die... Hier ist was zum Lesen. Oh, Trainingshandbuch. Nahkampfwaffen verbessert. Was haben wir denn da? Lesen. Nahkampfhandbuch Band 1. Verbesserte Haltbarkeit von Klingenwerkzeugen. Beim Verbinden von zwei starren Gegenständen ist es wichtig, korrekte Knoten- und Bindetechniken zu verwenden. Klingenwerkzeuge? Sind es Messer? Ja, ne? Müsste eigentlich so sein. Dann hätte ich ja jetzt schon Stufe 2 beim Messern. Okay. Hier war anscheinend der Tanzraum. Die Tür könnte rausführen. Alles klar. Hey, willst du, wie wir da raufkommen? Nein. Toll. Ich erstmal auch nicht, aber wir schauen uns erstmal um. Uns wird schon was einfallen. Okay, hier haben wir was. War früher anscheinend richtig gemütlich hier. Habe ich damit eine Chance? Hat Ellie was zu erzählen? Wo ist er denn? Hat die was zu sagen? Nee. Doch, wusste ich's doch. Bevor ich das Klavier dahin schiebe, werde ich erstmal das machen. Eine Kulisse. Die Leute haben davor Fotos gemacht. Ja, ich weiß, was das ist. Dann frage ich mich. Na gut, stimmt irgendetwas nicht, Ellie? Es ist nicht so, dass ich nicht auf dich hören wollte. Du warst echt lange weg und ich dachte, du steckst vielleicht in Schwierigkeiten. Es ist nicht schlimm, Ellie. Joel meint es nicht so. Hier haben wir noch einen Haufen Zeug. Sie hat es ja wirklich nur gut gemeint. Ich meine, wir wären eh gestorben, glaube ich, ohne Ellies Hilfe. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Auch Joel braucht sich da nichts vormachen. Einfach weg, Joel. Nein. Scheiße. Hab ich jetzt das Gespräch unterbrochen? Hätte ich dann nochmal drücken müssen? Oh ne, ich hoffe nicht. Oh Mann, ich hoffe, es ringt sich hier alles wieder ein. Mensch, Mensch. Die beiden. Okay. Als ich dachte. Hilf mir doch mal. Ganz sicher, dass du mir das zutraust? Schieb! Mach ich ja! Schieb fester! Okay, jetzt da hoch. Gehen wir. Ehrlich gesagt habe ich jetzt gedacht, wir müssen das ganze Klavier hier runter und dann dahin. Habe ich mich jetzt gewundert, hey, was machen wir denn jetzt hier eigentlich? Aber so ist natürlich auch richtig. Spielen wir mal ein bisschen. Nicht schlecht. Joel, der Komponist. Und hoch.
Huch, das wollte ich nicht. Ich wollte eigentlich die Lampe anmachen. Haben wir hier was? Nee. Haben wir nicht. Ach so, ich habe mal in einem Part erwähnt, dass wir unbedingt nach Pittsburgh müssen. Das Problem war, dass wir die ganze Zeit, ich glaube es war vor zwei, drei Parts oder so, dass wir die ganze Zeit in Pittsburgh sind, beziehungsweise zu dem Zeitpunkt schon waren. Sprich, diese Stadt hier ist Pittsburgh und wir müssen raus aus Pittsburgh zu Onkel Tommy. Ich habe nämlich damals immer gesagt, dass wir zu Onkel Tommy nach Pittsburgh müssen. Das stimmt aber nicht. Wir sind jetzt in Pittsburgh und wir müssen zu Onkel Tommy, sprich weiter als Pittsburgh. Gut, so viel dazu. Da geht's weiter. Müssen wir schon zur Seite schieben hier? Oder? Nee. Müssen wir doch raus. Ja, hier rein. Okay. Ui, ein Gewehr. Oh. Runter und mach den Weg für uns frei. Was ist mit mir? Du bleibst hier. Das ist so dämlich. Wir hätten eine bessere Chance, wenn ich dir helfen würde. Tust du. Du scheinst ganz gut schießen zu können. Kommst du damit klar? Tja, ich hab mit sowas schon geschossen. Aber nur auf Ratten. Ratten? Luftgewehr. Na, ist das gleiche Prinzip. Nimm es hoch. Ja, das kann ja was werden. Du lehnst dich richtig gegen den Schaft, denn der Rückschlag ist viel heftiger als beim Luftgewehr. Okay. Zieh den Bolzen zurück. Da anfassen. Nur ziehen. Na bitte. Wenn du geschossen hast, brauchst du immer schnell eine neue Kugel. Hör mir zu. Wenn ich da unten Ärger habe, muss bei dir jeder Schuss sitzen. Ja? Verstanden. Okay. Und was die Sache von vorhin angeht, es war wirklich er oder ich. Na, also geht doch, Joel. Gern geschehen. Na, also hat sich das wieder eingekriegt. Wenn man was klaut, sollte man sicher gehen, dass man entkommt, oder? Ich hätte... Sie sind tot! Sie sind alle tot! Wovon redet er überhaupt? Beruhige dich. Wer ist das? Die ganze Crew. Alle 76. Ein scheiß Eindringling hat sie getötet. Alle! Mist. Was ist der Boss? Ja, er will, dass wir alles sichern. Geh zum Tor. Okay. Okay, jetzt schnell, 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 schnell. Na, da mal los. Mist! Oh, das war Mist jetzt, was ich gemacht habe. Na, jetzt komme ich hier nicht mehr raus. Jetzt muss mir Ellie helfen. Lauf, lauf, lauf. Jawohl, Ellie hat ihn erwischt. Habe ich ihn erwischt? Ja, habe ich. Okay, hier in Deckung. Da oben ist einer. Hat den Ellie erwischt? Jetzt hab ich dich, du Niete. Wo denn? Wo ist er denn? Da. Schluck das, du Stück Scheiße! Jawohl, gut. In Deckung. Oh, 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 oh. Da hinten ist er. Hinterm Auto habe ich ihn gesehen. Mist. Gut. Den habe ich unehrlich erwischt. Ich brauche blinken. Ich muss dringend. Scheiße. Ja, ich sehe es selber. Spiel. Oh, Mist, ey. Oh. Ah, oh, verdammt. Schade, ich dachte, ich schaff's.
hier nochmal. Okay, wo sind sie? Ich sollte mich jetzt vielleicht mal heilen. Da baumelt einer am Baum. Hab ich jetzt gerade erst gesehen. Naja, zum Umgucken haben wir später noch Zeit. Ich muss jetzt erstmal die Leute hier loswerden. Was war das? Hier. Scheiße! Gut gemacht. Mist. Weg, 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 weg. Mist. Schlag, 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 schlag. Gut, hier sind zwei Schüsse. Die brauche ich unbedingt. Jetzt muss mir das Jagdgewehr, das viel verfluchte Jagdgewehr aus der Patsche helfen. Oh, da kommt wieder einer. Wo ist... Elli, helf mir. Mist. Okay, Entdeckung. Scheiße. Oh, noch mehr, ey. Wie viel sind denn das hier? Oh, die habe ich sogar getroffen. Das war ein guter Schuss. Mein lieber Mann, ne. Ich habe keine Heilung mehr. Oh je. Wow. Nein! Ich dachte, das war der letzte. Oh, Mann, 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 Mann. Jungs, 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 ey. Okay, 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 okay. Ruhig, ruhig, ruhig. Hier war doch einer. Guter Schuss, guter Schuss. Ab der habe ich noch eine... Ach, ich habe... 0,0 Munition. Ich muss hier rein. Ich muss mir was suchen. Das ist eine Nahkampfwaffe, ist schön und gut, aber eine Munition wäre echt besser. Okay, der sucht mich. Den könnte ich jetzt von hinten schnappen. Oder Elli schnappt sich den. Super, Elli. Wow. Den könnte ich überraschen. Ey, Elli ist super drauf. Es ist eine gute Schützin. Hätte ich nicht besser gekonnt. Okay, ihr könnt kommen. Jawohl, good job. Danke, Elli. Wie war ich? Wie wär's mit etwas in deiner Größe? Ist nur für den Notfall. Okay. Ja, jetzt ist sie zur echten Frau geworden, die 14-Jährige. Sie ist gesichert. Weißt du, wie man sie entsichert? Weiß ich. Okay, das kriegt sie hin. Du musst Respekt haben. Das ist kein... Joel, ich passe auf. Okay.
Aber jetzt brauche ich erstmal Munition. Bevor ich hier überhaupt irgendwas mache, brauche ich Munition. Und Heilung, das ist auch gut. Ist hier was drin? Hier in dem Schrank? Nichts. Oh Mann, ey, wir müssen zu dieser Brücke schnell. Schnellstmöglich. Was ist hier drin? Okay. Gut. Hier hoch. Hier war der Schütze gewesen. Gibt's hier irgendwo Munition? Nee. Hier rein. Craften, craften, craften. Bogen. Ein Pfeil, besser gesagt. Mann, 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 ey, Freunde. Mann, 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 Mann. Okay, jetzt schaue ich mich mal hier unten auf den Platz um. Scheint's echt keine Munition. Hier, ah, hier. Jawohl, 3 Schuss. Gut. Besser erstmal als nichts. Und ich kann so eine Nagelbombe herstellen. Die kann ich auch mal gebrauchen. Und ich habe ja noch 3 Messer. Also, ja. Für den Anfang reicht's erstmal, um ein bisschen weiterzukommen. Um sich weiter vorzuwagen. Aber große Sprünge sind damit nicht möglich. Vielleicht ist hier noch was. 25, jawohl. Ah, wir müssen doch schon weit über 100 Teile haben. Hier geht's. Kann man rein? Jetzt mach dein Ding, Ellie! Ah, okay. Komm schon. Ah, die blöde Kette klemmt. Warte. Mach ich. So. Gute Idee. Ja, das war wirklich eine gute Idee. Gut. Kann man das Ding jetzt benutzen nochmal? Hilf mir mal damit. Ah. Was denn? Ach, so ein Staubwedel. Okay. Jawohl. Hier ist was so. Sollen wir das, glaube ich, darüber schieben, genau. Das war sehr offensichtlich. Endlich mal. Oh, hier ist eine Werkbank. Jawohl, Leute, jawohl. Dann an die Arbeit. Wie, ich hab, nee, ich hab 126 Teile. Und befinde mich auf Werkzeugstufe 2. Beziehungsweise, ich hab 2 Werkzeuge. Jetzt überlege ich, welche nehme ich, welche Waffe will ich verbessern? Revolver. Oh, was, Mann. Genau, so. Kann ich 2 Waffen auf einmal nehmen? Panzerbrechen, Zielfernrohr, Magazinkapazität, Nachladetempo. Nachladetempo ist bei der Waffe natürlich auch nicht schlecht, weil das ewig dauert. Machen wir mal das. Gut. Und ein Zielfernrohr könnte ich da einbauen. Ja, das ist dann ist das Jagdgewehr echt nicht schlecht. Die Shotgun ist so, Schrotflinte ist so, wie sie jetzt ist, eigentlich ganz gut. Und der Bogen ist auch so ganz gut. Revolver habe ich schon geupgradet. Ne, zwar nicht maximal, aber ich habe es schon mal gemacht. Und die 9mm auch schon. Also, es geht schon, es geht schon. Sehr gut, das Zielfernrohr. Ja, das ist richtig.
Um immer kurz irgendwie benutzen können. Ziefernrohr benutzen, X. Ja, das ist nicht schlecht. Okay. Gut. Medikit. Brauche ich jetzt noch nicht benutzen, aber ich hab... Runter. Oh! Wer sind die denn? Oh. Da ist ziemlich viel los, weißt du? Was soll's? Nicht kein Essen und es war schwer. Wir haben nichts. Auch wieder Banditen. Die haben vorne ihn range... Auf die Motorhaube ihn rangekettet gehabt. Wir hätten nichts tun können. Was sind das denn für Kranke? Aber... Oh Mann. Ja, Ellie, da hast du recht. Wir zur Brücke. Ja. Endlich. Kann ich da... Kann ich hier durch? Nee. Oh Mann, so viel Tod, so viel Elend, wie die Ellie schon mit 14 hier gesehen hat. Echt unglaublich. Naja. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob wir jetzt endlich mal zur Brücke kommen. Wie lange schon mal nicht? Tja, wenigstens haben sie die beiden getötet. Ich dachte, sie hätten es aus der Stadt geschafft. Jetzt müssen wir noch die zwei auf den scheiß Weg abfinden. Ja, das, damit meinen sie uns. Armee sein. Scheiße. Achtung! Oh. Okay. Aber das waren noch zwei. Wo ist denn der andere? Hat ihn Ellie ermordet? Ziegelstein wieder mal. Das ist echt der Wahnsinn. Also... Da werde ich mal Naughty Dog anrufen, weil das soll hier mit den Ziegelsteinen. mal schauen, was die mir dazu sagen können. So viele, die kann doch gar nicht. Da kannst du ganze Häuser mitbauen. Scheint die Luft rein zu sein. Dawn of the Wolf. Davon hatte die Sarah im Intro auch schon ein Poster von. Und das ist jetzt Part 2. Okay. Juwelier. Pfand. Pfandhaus. Dankeschön, Ellie. Sechs Schrotflintenmunition. Irgendwo sind sie, da oben sind sie. Die könnte ich eigentlich mit dem Zielfernrohr ermorden. Scheiße! Völlig verhunzt den Schuss. Oh, Mollus. Ah! Oh. Also die können besser mit dem Mollus ziehen, als ich mit dem Zielfernrohr. Okay, nochmal. Soll ich nochmal riskieren? Ja, da fahren sie gerade durch. Vielleicht können sie aufscheuchen. Ich hoffe, dass die Eindringlinge sich zeigen. Das hoffe ich nicht. Jawohl, den habe ich jetzt erwischt. Okay, schnell. Ich hab doch 6 Munition bekommen. Ach, das war bevor ich gestorben bin, ne? Oh, Mann.
Oh Mann, 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 Mann. Leute, Leute. Nochmal. Ich hoffe, dass die Eindringlinge sich zeigen. Mist, sie müssen ja irgendwo auftauchen. Oh Mann! Oh, das kann nicht sein! Jetzt haben die auch schon Nagelbomben platziert. Okay. Also so langsam sollte ich hier mich konzentrieren. Gut. Hinterm Tisch habe ich ihn gesehen. Scheiße. Scheiße, weg, 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 weg. Ey, das kann doch nicht wahr sein. Oh, was schmeißen die denn da? Gut, jetzt wechsle ich die Waffe. Gut aufgepasst. Dankeschön, Ellie. Na lauschen, wo sind denn hier noch welche? Das sind nur die beiden da oben? Joe, im oberen Stockwerk ist einer da oben. Ja, ich sehe ihn. Deckung. Jawohl, der hat mich getroffen. Ey, das kann doch nicht wahr sein! Ich muss erstmal ins Haus rein, bevor ich hier was mache. Ah, den könnte ich vielleicht auch benutzen. Warte mal. Ah. Das habe ich verhunzt. Mist. Erstmal ins Haus reinschleichen. Erstmal hier rein. Gut. Hier drinne ist echt die Schrotflinte besser, jawohl. Oh was? Wie viel verdammte Schüsse braucht denn der? Nachladen. Hier steht inner. Ins Bein schießen. Noch. Gut. Das war der, den wir voll. Oh nee, doch nicht. Das war der hier, den wir da Flinte hatten. Gut. Medikit. Oh, 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 oh. Okay. Was ist los, Mann? Mach schon. Gut. Okay, jetzt in Ruhe herstellen. Molly. Hier geht's ja nur runter. Okay. Wow, wow, wow. Jetzt bin ich in so eine Bombe gelaufen, ich Dödel. Da hinten sind sie. Strategisch platzieren das Ding.
warten, bis sie kommen. War, muss ich den jetzt hier? Mist. Heilen. Gut. Jetzt muss ich den irgendwie anlocken. Oh, den habe ich sogar getroffen. Den auch. Oh shit. Beide tot? Und so weiter Entfernung mit dem Revolver. Nicht schlecht. Da hinten ist aber noch einer. Okay. Da ist meine Bombe. Da, den habe ich gesehen. Gut. Oh Mann, ertragen und überleben. Genau. Was? Ach ja, diese Comic-Geschichte. Genau, die Comic-Geschichte. Wäre schön, wenn das hier ein Comic wäre. Dann wäre die ganze Sache hier nicht ganz so ernst. Auf alle Fälle erstmal gut Munition bekommen. Voll machen das Magazin. Wie geht's rein? Hier ist er. Kann ich da unten den durch? Ja. Gut. Ja, man legt sich nicht mit Joel und Ellie an. Auch nicht die Banditos oder die Fireflies. Oh, hier haben sie wieder hingerichtet. Tod oder Freiheit? Das ist wohl das Ende dieser Zone. Nicht schlecht, ey. Ja, in jedem Kampf gibt es Verlierer. Und die Familie haben? Jeder hat eine Familie. Denk nicht darüber nach. Wie soll das gehen? Das weiß ich allerdings auch nicht. Oh Mann, ey. Hier ist Leiter. Hier ist die Leiter auch. Vielleicht haben wir dann mal irgendwie einen Überblick, wie weit wir noch von der Brücke weg sind. Jawohl. Und hopp. Da hinten ist er. Ist hier jetzt wirklich näher gekommen, die Brücke? Oh, das sieht immer noch so weit aus. Aber Joel meint ja, wir sind fast da. Naja. Ich habe in sowas gewohnt. Quarantänezone in Boston. Ach so. Wollen wir jetzt aufschießen? Ich doch glatt mal. Nee. Schön zwei Schüsse vergeudet. Nein. Gibt's hier irgendwas? Dawn of the Wolf Part 2. Da ist noch eins. Die Poster sind überall. Ja. Ich hab den gesehen, kurz vor dem Ausbruch. Ach ja? Schlitzt er sie am Ende komplett auf? Niemand wird aufgeschlitzt. Das ist ein Teenie-Film. Wer hat dich da reingeschleppt? Keine Ahnung. Bleiben wir wachsam, okay? Okay. Sarah. Das könnte aber auch schon so ein Teaser für The Last of Us Part 2 sein, damals schon. Weil irgendwie, habe ich schon im Intro gesagt, sieht der aus wie Joel. Und das könnte dann die kleine Ellie sein oder Sarah im Intro. Aber es sieht irgendwie so aus. Ich weiß, ich werde das Gefühl nicht los. Der erinnert mich hier, der Kollege da, erinnert mich sehr an diesen Herrn hier.
Bloß mit mehr Bartwuchs. Ein kleines wenig mehr. Naja, machen wir mal weiter. Hier kann man was einsammeln. Zack. Gehen wir durch die Gasse. Oh, der verdammte Truck. Schon gut. Bleib nur in Deckung. Welcher Truck denn? Jetzt hier rein? Okay, die haben anscheinend irgendwas geplündert. Oh, da sind sie. Einer. Ja, klar willst du. Mann, ich hab deine Art vor dem Ticker gerettet. Ich denk drüber nach. Wo. Ach, den Truck meinen die. Ja, das sollte ich tunlichst unterlassen, da reinzustürmen. Ach Gott. Ach, der, da sehe ich ihn. Den habe ich vorhin nicht gesehen. Okay. Also, vorsichtig. Hier ist eine Flasche, die brauche ich erstmal nicht. Das könnte ich gebrauchen. Mist. Wenn ich jetzt hier rüberspringe, sieht mich doch diese verdammte Karre. Was jetzt passiert. Scheiße. Da hinter dir! Okay, hinter die Wand. Deine Art Geschützturm, bleib unten! Okay, unten bleiben. Da ist er auf der Motorhaube geschnallt, der Kollege. Das Ding unten ausschalten irgendwie? Mit einem Mollo? Er hat eine Waffe. Okay. Das scheint zu funktionieren. Gut, ein Glück ist ja nicht so Bewegungsakrobat der Geschützturm, also der ist sehr eingeschränkt. Aber irgendwo sind hier noch Gegner. Banditos. Sozusagen Banditen. Nee. Also so funktioniert das nicht. Ich muss irgendwie mich von Auto zu Auto schlängeln und da drüben rein. Da drüben geht's, glaube ich, rein, wenn ich das jetzt richtig sehe, oder? Okay, dann machen wir mal. Okay. Okay, lauf. Gut. Mist. Runter. Oh, das war knapp, ey. Da. Schatten. Gut. Aber drei Schüsse sind eindeutig zu viel. Da habe ich irgendwann keine Munition mehr, wenn ich so weitermache. Deswegen. Nee. Ja, dann gehen wir auf den Revolver. Und laden ordentlich nach. Mann, der Geschützturm nervt, ey. Okay.
Gut. Schön lange gewartet. Schrotflinte, jawohl. Da hinten lief noch einer weg. Gut. Lauf, 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 lauf. Wo, 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 wo. Nein! Oh, wenigstens bin ich wieder hier, ey. Oh Mann. Nachladen. Oh nein, das wird doch auch wieder nichts. Ah, ey, so oft wie diesen Part bin ich noch nie gestorben. Oh, grausam. Shit, er ist da drüben. Mist! Mist! Oh Mann! Gut. Jetzt kommt er hier lang gelaufen. Ey! Leute, Leute, ihr glaubt's nicht. Hat er jetzt nichts fallen lassen? Ja, selbst das Spiel sagt schon, ey, komm, mach mal weiter hier. Ey! Mann, ich bin doch... Schnell heilen, heilen, heilen! Gut. Okay, ganz vorsichtig. Hier rein. Was? Was sagt sie? Ich hab nicht verstanden. Ich glaube, wir sind hier richtig. Hier hoch. Ich höre den Geschützturm. Müssen wir jetzt entweder wir können. Nee, da können wir nicht, aber wir können ja hier lang. Aber bin ich hier schon gewesen? Nee. Ich glaube, sie sind weg. Gut. Hier vorsichtig. Oh Mann, ey. Völlig blutdurchtränkt, der Joel. Mal hier rein. Ich glaube, wir sind hier auch nicht alleine. Zu verdächtig hier. Liegt hier auch jemand in der Badewanne? Nee. Wo haben die bloß das Auto? Ja, von der Armee, glaube ich, ne? Da haben sie doch wieder schon wieder welche überfallen von der Armee. Dann haben sie das Ding gleich mitgenommen. Okay. Gut. Hier geht's raus. Hier geht's. Nee. Muss ich da runterspringen? Nee, ich muss hier bestimmt an der Seite lang, ne? Ja. Gut. Oh! Nein! Ist okay. Sie sehen uns nicht. Okay, hier können wir auch rein. Müssen wir sogar. Wow! Wow, 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 wow! Lass ihn in Ruhe.
Ganz ruhig. Jetzt nicht schießen. Ist okay. Das sind nicht die Bösen. Nimm sie runter. Okay. Wer seid denn ihr? Mann, schlägst du hart zu. Ich wollte dich ja auch erledigen. Oh. Ja, ich dachte auch, du gehörst zu denen. Dann habe ich dich gesehen. Falls es nicht wisst, bei denen sind nie Kinder. Nur die Stärksten überleben, du weißt schon. Du blutest. Ach, das ist nichts. Ich bin Henry. Das ist Sam. Hallo Henry, hallo Sam. Dein Name ist Joel? Ellie. Wie viele Leute seid ihr? Die sind alle tot. Hey, das wissen wir nicht. Wir waren zu mehreren. Jemand hatte die tolle Idee, in die Stadt zu gehen. Vorräte suchen. Die Wichser haben uns überfallen. Haben uns gejagt. Jetzt versuchen wir nur noch hier rauszukommen. Zusammen können wir das schaffen. Ellie. Je mehr, desto besser und so. Sie hat recht. Das könnte was werden. So viel ist echt besser. In der Nähe. Besser, wir reden dort weiter. Okay, bring uns hin. Kommt mir nach. Tut mir echt leid wegen vorhin. Macht nichts, ich hätte wohl das Gleiche getan. Wo kommt ihr her? Wir kommen aus Hartford. Ehrlich? Da unten soll es ja total übel sein. Ja, das Militär ist ja abgezogen. Wir mussten weg. Da sieht es jetzt vermutlich wie hier aus. Okay. Also Leute, ich mache jetzt erstmal Schluss. Also es war ja wieder eine nervenaufreibende Folge, muss ich sagen. So viele Leute wie jetzt und so oft gestorben wie jetzt sind wir, glaube ich, noch nicht. Es war unglaublich, aber jetzt haben wir endlich zwei anscheinend Freunde gefunden. Wir wissen noch nicht genau, was genau, wie die zu uns stehen. Also sie tun als mehr so, als wären sie auch auf der Flucht, so wie wir. Und haben im Prinzip das gleiche Schicksal erlitten. Aber da müssen wir erstmal weitersehen. Und Hauptsache, wir kommen jetzt erstmal zur Brücke irgendwann und dann hoffentlich zu Onkel Tommy, der uns dann weiterhelfen kann. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss, euer Caligula zockt.